Bam, 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 bam. So, so, so. Herzlich willkommen zur Zukunft TV. Diesmal die grüne Henne. Ja, Nordschleife ist eine Wahnsinnsrennstrecke. Wer jemals dort war, der weiß das sowieso, wie irre das ist, wie großartig das ist, aber wie wahnsinnig gefährlich das ist. Und ich habe jetzt ein Buch über die Nordschleife und dass ich dieses Buch habe, da möchte ich dem Rüsselsheimer Willi und dem MG herzlich danken. Da sitzt den Willi. Das ist ein kleiner Elefant mit Piratenaugenbinde. Die haben mir das geschickt, also der Willi und der MG, weil sie gern Zokos Welt-TV schauen. Und weil sie sich gedacht haben, ja, jetzt machen wir mal eine Freude. Und sie haben mir tatsächlich eine wahnsinnige Freude gemacht mit dem Buch. 90 Jahre Nürburgring von Hartmut Lebrink im Delius Klasing Verlag in Schienen erschienen. Ja, und das Besondere an dem Buch ist, dass dieser Herr Lebrink offensichtlich wahnsinnig gute Kontakte hat. Also da kommen Leute zu Wort, das bock überhaupt nicht, wer da alle ein Statement abgeben hat. Ganz, ganz großartig, unter anderem auch der Sir Jackie Stewart, der ja den Begriff grüne Hülle geprägt hat. Das möchte ich nur ganz kurz vorlesen, wie es da zu dem Begriff grüne Hülle überhaupt gekommen ist. Und dann, das was man natürlich, was man wahnsinnig taugt, der kommt natürlich auch zu Wort, ist der Walter Röhrl. Walter Röhrl ist ein ganz, ganz großer Held, ein echtes Idol. Walter Röhrl ist ein Wahnsinn und der hat auch ein Statement abgegeben über diesen Nürburgring. Fantastisches Statement, ganz großartig. Und dann natürlich muss ich auf das eingehen, weil da habe ich eigentlich am wenigsten gewusst, wie diese Rennstrecke in die 20er Jahre gebaut worden ist und warum. Also das war mörderisch, mörderisch. Aber zuerst lassen wir den Sir Jackie Stewart zu Wort kommen. Dreifach Champions Jackie Stewart, Jahrgang 1939. Gewann den großen Preis von Deutschland am Nürburgring 1968 sowie in seinen beiden Meisterschaftsjahren 1971 und 1973. Und der sagt, ich habe den Begriff grüne Hülle geprägt, weil er, glaube ich, den Charakter der Strecke recht gut trifft. Die Farbe grün dominiert, da die Nordschleife hauptsächlich durch Wälder verläuft, wie sonst kein anderer Kurs auf der Welt. Sie liegt überdies in einem sehr ländlichen Teil Deutschlands. Das Wort Hölle finde ich angemessen wegen der großen Gefahr, die überall hinter der idyllischen Fassade lauert. Ich war mir dessen voll bewusst und habe mir grundsätzlich jede überflüssige Runde dort erspart. Es gab keine Auslaufzonen, massive Bäume, Gräben und regelrechte Schluchten, in die man mit seinem Fahrzeug hinabstürzen konnte, wie zum Beispiel unten an der Adenauer Brücke. Ja, und dann, wie er den ersten Sieg beim Großen Preis von Deutschland am Nürburgring, wie er 1968 das gewonnen hat, war das so, dass er eigentlich gar nicht fahren wollte, weil er sich gedacht hat, Alter, das ist ein Wahnsinn, es hat irrsinnig geregnet und sein Teamchef, aber der Ken Tyrrell, hat gesagt, nein, du musst fahren. Und der hat sich dann diesem Teamchef gebeugt, weil er irgendwie sagt, wie schreibt er das? Ja, Ken war eine überaus starke Persönlichkeit, der man nicht widersprechen mochte. Also ist er gefahren, er ist wahnsinnig gut gefahren, hat, glaube ich, den zweiten, ich weiß nicht, mindestens eine halbe Minute umgehängt und hat die Leute dann, ist ins Ziel gefahren und hat keinen gesehen. Und diese Zieldurchfahrt, an die erinnert er sich, die ist nämlich wirklich ein Wahnsinn. So, pass auf, und der hat sogar einen Gips gehabt. Also das lese ich kurz vor. Andererseits, also da, ein breiter Fluss, da steige ich. Nach der zweiten Runde zeigte mir die Box an, dass ich mit über einer halben Minute in Führung lag. In Schwierigkeiten kam ich nur ein einziges Mal im vorletzten Durchgang auf den Höhen vor dem Brünnchen, als ich mein querstehendes Auto einfangen musste. Ein breiter Fluss flutete an dieser Stelle über die Fahrbahn. Ich blieb auf der Insel, musste jedoch den Matra fast aus dem Stillstand beschleunigen. Was mir sehr half, war das große Visier an meinem Helm, das nicht beschlug. Na, wenn das Visier noch anläuft, muss er,
Ja. Andererseits behinderte mich ein speziell auf meine Bedürfnisse zugeschnittener Gipsverband am rechten Arm wegen einer Verletzung am Handgelenk. Ich hatte sie mir bei einem Formel-2-Rennen zugezogen und deswegen bereits auf die Starts beim Grand Prix von Spanien in Jarama und in Indianapolis verzichten müssen. Sie machte mir noch lange zu schaffen. Nach der Zieldurchfahrt kehrte ich über die Gegengerade zurück, fuhr zu dem Platz vor dem Podium und stieg aus. Noch war keine Spur vom Zweitplatzierten und den anderen zu sehen. Kein Motorengeräusch kündigte ihr Kommen an. Nichts. Meine erste ängstliche Frage an Ken war deshalb, ist irgendetwas passiert? Hat sich wieder jemand wehgetan? Jim Clarks Tod in Hockenheim im April saß mir noch in den Knochen, gerade mal 4 Monate zuvor. Es war ein furchtbares Jahr für unseren Sport. Inzwischen waren meine Kameraden Mike Spence und Jo Schlesser tödlich verunglückt. Zu den Besonderheiten des Nürburgrings gehörte ja, dass unter Umständen jemand irgendwo im Wald verschwunden war, ohne dass du es bei diesen Bedingungen überhaupt wahrnehmen konntest. Ich war grenzenlos erleichtert, als Ken die Entwarnung gab. Dieses Gefühl war beinahe stärker als meine Freude über diesen Sieg. Also, das schaut schon sehr viel aus über die Nordschleife. Jo, und weil jetzt wieder ein Autofahrer zu Wort kommt, nämlich der genialste Autofahrer aller Zeiten, der Walter Röhrl, in dem Buch ist die Autofraktion im Vorteil, also die Silberpfeile von BMW, das ist alles von Mercedes in die 30er Jahre, das ist wirklich ein Wahnsinn und hat ganz toll aufbereitet, aber ich muss mich ein bisschen fokussieren, sonst wird das wie der Marathon-Brennraum. Und diesen Walter Röhrl, dem sei Beitrag, den finde ich aber wahnsinnig super, den möchte ich gern vortragen. Nürburgring. Da fällt mir gleich meine wahrscheinlich kurioseste Runde ein. Für irgendeine Zeitschrift sollte ich so eine Art Vergleichstest machen zwischen einem Lotus Elise und einem Lotus Zeitfahrrad. So etwas ganz Futuristisches. Das heißt, für den Radteil war eigentlich ein Profi zuständig. Der sagte aber dann im letzten Augenblick ab, weil er markenmäßig woanders verpflichtet war. Sie sind ja selber so ein alter Radlfahrer, da müssen eben Sie fahren, bekam ich zu hören. Tatsächlich war ich gut in Form, hatte zum Beispiel zusammen mit Eddie Merckx trainiert, das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Ich setzte mich also in kaltem Zustand auf das Rad, fuhr los und war nach 37 Minuten wieder da. Und das ist mir unvorstellbar, wie mit einem Radl 37 Minuten die Nordschleife fahren kannst. Aber Walter Röhrl sagt, das ist eine gute Zeit. Aber mit diesem kleinen Ritzel hinten, speziell fürs Zeitfahren, dachte ich etwa bei den 15% hinauf zur hohen 8, ich käme da gar nicht hoch. Auf einmal merkte ich, was für Steigungen es am Ring gibt. Selbst solche Stellen wie das Kesselchen wären dann plötzlich brutal. Mit dem Auto hatte ich um die 8,5 Minuten gebraucht, dafür hatte ich in der Fuchsröhre mit dem Rad 92 Stundenkilometer drauf. 92 mit Radl, Fuchsröhre Obi, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Wären alle Strecken so gewesen wie der Ring, hätte ich auch ein leidenschaftlicher Rennfahrer werden können. Hier kannst und musst du noch richtig Auto fahren. Da ich ein undiplomatischer Mensch bin, möchte ich es einmal so fassen. Wenn du die 24 Stunden am Nürburgring gewinnst, kannst du gut fahren. Als Sieger beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans solltest du dich bei deinen Ingenieuren bedanken, weil sie dir so ein tolles Auto hingestellt haben. Überall sonst hörst du diesen Schrei nach Sicherheit, Auslaufzonen, weichen Barrieren und so weiter. Am Nürburgring ist Selbstverantwortung angesagt. Wenn du weiterleben willst, liegt das an deinem Hirn und an deinem rechten Fuß. Als auf der Nordschleife Geschwindigkeitsbegrenzungen eingeführt wurden, hielt ich das anfänglich für einen Aprilscherz. Die Welt lacht sich ja kaputt. Wer sagt, hier sei es zu gefährlich, muss entweder die schnellen Autos verbieten oder die Strecke massiv verändern. Rennen fahren, das hieß für mich Nürburgring. Auf der Nordschleife machte es Spaß,
Da konnte ich etwas bewirken durch mein Können. Für meine anderen Traumrennen, wie die Mille Miglia und die Targa Florio, war ich leider Gottes zu jung. Ich war Weltmeister als Rallyefahrer und 1980 auch auf der Rundstrecke für Lancia sehr erfolgreich. So, das muss ich jetzt kurz nehmen. Tut mir leid. Und ich mache nur das Video schnell fertig und dann fange ich schon an. Ja, gut ist. Baba, ciao. Danke sehr. So, und da sitzt ein Walter Röhrl. Ah, da mit dem Radl. Und da ein Mörderfutter mit Traktor. Walter Röhrl. Einfach, ja. Die Eminenz. Die Eminenz. Ja. Wären alle Strecken so gewesen wie der Ring, hätte ich auch ein leidenschaftlicher Rennfahrer werden können. Hier kannst und musst du noch richtig Auto fahren. Walter Röhrl. So, und jetzt hauen wir es noch da oben zu den Anfängen, weil ich das einfach nicht pack. Diese Anfänge packe ich nicht, und wie gesagt, ich meine, das ist natürlich der Rudi Caracciola oder wie? Caracciola, ja, der Fangio, die sind alle da drinnen, das ist alles wahnsinnig super, echt irre. Und ich meine, dann auch diese, das ist wirklich ein Traum, unbedingt anschauen, wenn man da ein Faible dafür hat. Und ich lese jetzt aber noch diese Anfänge, weil ich das einfach, das bock ich nämlich gar nicht, wie es den baut haben, unter welchen Bedingungen. Wo ist das Kapitel? Neues im Westen. Vorgeschichte und Eröffnung am 19. Juni 1927. Die ersten Impulse kommen aus einer anderen Welt. Nach dem Kaiserpreisrennen im Taunus am 14. Juni 1907 regt Motorsportfreund Wilhelm II. Den Bau einer Spezialrennstraße an und schlägt auch gleich vor, wo? Im Taunus, in der Lüneburger Heide oder in der Eifel? Natürlich ist der Wunsch des gekrönten Haupts Befehl. Wie üblich wird eine Kommission gegründet und die Adenauer Zeitung frohlockt bereits im gleichen Jahr. Jetzt spricht alle Welt in dem malerisch gelegenen Eifelstädtchen Adenauer davon, dass die Rennbahn in jener Gegend angelegt werden soll, dass die Eifel mit ihren Hügeln und Gefällen für das geplante Unternehmen sehr zweckdienlich ist, dürfte von Fachleuten nicht bezweifelt werden. Das Nehmen von Steigungen, Gefällen, scharfen Kurven kommt doch für den Automobilsport und namentlich bei der Ausbildung der Fahrer hauptsächlich in Betracht. Dann jedoch schieben sich globale Kampfhandlungen zwischen die Abdankung Kaiser Wilhelms im November 1918 zwischen gesagt und getan. Seine Idee indessen wirkt weiter. Anlässlich eines Besuchs beim zweiten Eifelrennen 1924 auf einer roh zusammengeschusterten Rundstrecke bei Nideken, Bauern und Vieh werden amtlich auf ihren Gehöfen eingesperrt, trotzdem herrscht auf der Piste reges Kommen und Gehen. Todesfälle überschatten die Veranstaltung, stoßen sich die drei Herren am peinlich provisorischen der Lösung. Die drei Herren, der Bonner Hans Weinenbrück, Pächter der Gemeindejagd in Nürburg, Franz Xaver Weber, Abgeordneter im Kreistag, sowie Hans Pauli, Gemeindevorsteher in Adenau. Man diskutiert den Bau der ersten deutschen Gebirgsrenn- und Prüfungsstraße im Schatten der altehrwürdigen Nürburg, ruft flugs den Automobilclub von Adenau im ADAC mit anfänglich 40 Mitgliedern ins Leben und bestellt in der Gründungsversammlung vom 31. Januar 1925 den künftigen Adenauer Landrat Dr. Otto Kreutz zum Vorsitzenden. Mit dem Argument, er betrachte sich als Anwalt der lokalen Bauern und erst in zweiter Linie der Autofahrer, verwahrt sich Kreutz gegen Rennsport auf öffentlichen Verkehrsstraßen und regt zugleich den Bau eines permanenten Kurses an, der die Ortschaften in seiner Umgebung ausspart. Die Vision setzt sich durch und wird bis hin zu den Behörden in Berlin abgesegnet. Der Weg zur Umsetzung des ambitionierten Projekts erweist sich gleichwohl als ungemein dornig. So trifft man etwa auf den Einspruch der Naturschutzverbände, habe ich nicht gewusst, dass es das damals auch schon gegeben hat, und des Eifelvereins gegen die zu erwartende Verschandelung der Landschaft.
der am Ende in einer öffentlichen Versammlung am 10. Juli 1925 verworfen wird. Auch weitere Widrigkeiten muten bekannt an. Die Kosten für Bau und Einrichtung des ehrgeizigen Prestigeobjekts zum Beispiel blähen sich von den ursprünglich veranschlagten 1,8 Millionen zu 14 Millionen Reichsmark auf und fügen Kreuz das Stigma des Hasardeurs zu. Er wird sich sein Leben lang davon nicht erholen. Die gute Sache indes gelingt just in der Zeit. Der erste Spatenstich wird am 27. September 1925 vorgenommen. Ihren Namen Nürburgring erhält sie als Ergebnis eines Preisausschreibens am 30. Oktober jenes Jahres. Und die feierliche Eröffnung geht am 18. Juni 1927 über die Bühne, während noch überall aufgeräumt wird, wie nach einer Love Parade. Ja, es spricht ja auch vieles für dieses gewaltige Werk deutscher Technik und deutschen Schaffungsdranges, wie die Ahrweiler Zeitung vom 31. Mai 1927 das Eifel-Kolosseum mit dem üblichen zeitgenössischen sprachlichen Bombast preist. Da sind Ehrgeiz und Sendungsbewusstsein der Kreuzfahrer, die den Ring wie ihre riesige Signatur in den Eifelboden graben. Da lässt sich in den Nachwehen der Versailler Verträge eine etwas grelle Vaterlandsliebe vernehmen, versetzt mit einer tüchtigen Prise Lokalpatriotismus. Die Grüße der Berliner Staatsregierung überbringt beim Eröffnungszeremoniell der preußische Wohlfahrtsminister Heinrich Hirtz-Siefer. Er schließt, so die Arbeiter Zeitung vom 21. Juni 1927, mit einem begeistert aufgenommen Hoch auf das deutsche Vaterland, auf das deutsche Volk sowie auf die rheinische Heimat, worauf die Musik mit dem Deutschlandlied einfiel, das von den nach vielen tausend zählenden Zuschauern begeistert mitgesungen wurde. Also es muss ein Wahnsinn gewesen sein, die Eröffnung dieser Rennstrecken. Und ich meine, die Rennstrecke hat jetzt, das wird jetzt dann, also in 7 Jahren haben sie dann 100 Jahre Nürburgring und die Nordschleife, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne auch keine Rennstrecken, was mich emotional härter trifft, wie diese Nordschleife. Und dass die natürlich noch schon auch jetzt hat die Orgenzeiten mitgemacht hat, na, das ist eh klar. Das ist halt so gewesen. Aber ich finde es großartig, dass diese Nordschleife immer noch mehr oder weniger noch für jeden frei zu befahren ist. Volle Granate. Also dort ist wirklich der Begriff Eigenverantwortung, der wird da echt noch hochgehalten. Und ich kann es jedem nur empfehlen, da einmal zu fahren. Allerdings, wenn man die Strecken nicht kennt, dann würde ich nicht bei diesen Publikumstage fahren, sondern ich würde mir beim Motorrad-Action-Team da so einen Termin buchen. Weil ich, wie gesagt, ich bin 40 Instruktor geführte Runden und bin dann weitere 100, bin irgendwie selber gefahren und trotzdem, wie ich da vor 3-4 Jahren mit BS so einen Vergleichstest gehabt habe, war ich sehr froh, dass der Georg dort war, der mir dann mehr oder weniger, also der Paradeinstruktor, der Oberinstruktor, und der ist mit mir immer diese Runden gefahren, weil der hat halt genau gemerkt, was ich für ein Tempo vertrage, welches ich sicher fahren kann, und genauso ist er gefahren. Also es war für mich einfach göttlich, dass ich den als Guide gehabt habe. Ja, und ich würde euch das empfehlen. Also ich würde unbedingt auf diese Nordschleife, das ist wirklich wichtig, dass man sowas erlebt. Das Buch kann ich euch auch wirklich empfehlen. Und wir bedanken uns alle beim Rüsselsheimer Willi und beim Enge, dass ich das gekriegt habe. Herzlichen Dank. Baba, ciao, grüß euch. Willi, ciao.